Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Path of Radiance. Wir sind hier immer noch in Kapitel 4 unterwegs, wo wir immer noch Majin, den Boss, haben und seinen treuen Recken, den Flüchtling. Majin kommt ziemlich weit und kann ziemlich gut zuhauen. Aber ich denke, wir können Soren da ruhig reinstellen. Der sollte Soren eigentlich nicht one-shotten. Wir können gleich mal gucken. Gatri kann ihn da gleich in die Reichweite reinstoßen. Ach, er kommt von selber. Auch gut. Perfekt. Ja, das hält da eine Weile durch. Können wir ihn vielleicht irgendwie vorschwächen? Das wäre ganz gut. Ja, das nicht mal vorschwächen. Ah, diese verdammten Söldner. Sie sind besser, als ich dachte. Trotzdem stellen sie für deins beste Kämpfer keine Herausforderung dar. Haha, ausgewichen. So, Ei kann ihn bestimmt auch noch vorschwächen. Ja, sehr gut. Bah, jetzt seid ihr nur ein Haufen gekaufter Knechte. Wer seid ihr, dass ihr euch da einen entgegenstellt? Ihr verkennt eure Position in der Welt vollkommen. Ignoranten! Ihr habt euch geweigert, uns zuzuhören und dann greift ihr uns noch ohne Grund an. Ist das die Art des Heeres von da ein? Du bist ein unverschämter Affe. Wenn du dein Leben aushaust, wirst du es bereuen, mich beschimpft zu haben. Aha. Perfekt. Gute Arbeit, Ike. Er liegt auf dem Präsentierteller. Ein Magier, wie? Vor dir muss ich auf der Hut sein, egal wie jung du noch aussiehst, wie? Du hast diesen Kampf herausgefordert. Wir können dir nicht erlauben, nach Hause zurückzukehren. Bist du bereit für den Tod? Den wird Soren dir eiskalt präsentieren. Oh, Erbärmliche, ihr werdet eure Entscheidung, euch da einzusetzen, auch bereuen. Und Level up für Soren. Magie und Geschwindigkeit und Fähigkeit. Aber hey, das Wichtigste hat er bekommen. Haben wir irgendwelche Verluste zu beklagen? Ist irgendjemand verwundet oder gefallen? Nein? Hervorragend. Sehr gut. Ich weiß nicht so recht. Es mit den Soldaten von dahin aufzunehmen war vielleicht doch keine kluge Entscheidung. Hey, Shinon, was machst du da? Dieser Drecksack hat einige gute Waffen. Er wird sich bestimmt nicht darüber beschweren. Da, wo er jetzt ist, braucht er sie sowieso nicht mehr. Shinon! Nimm dich zurück. Sich ein Verhalten können wir im Moment nicht gebrauchen. Du kannst die Toten bestehlen, wenn du allein bist. Wie bitte, du vorlauter Kleiner? Soren, Shinon, hört sofort auf damit. Dies ist nicht der Ort und nicht die Zeit, uns gegenseitig zu bekriegen. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Wir müssen dem Commander Bericht erstatten. Lass uns die Straße nehmen. Danach können wir eine Abkürzung durch den Wald nehmen und... Oh? Stimmt etwas nicht? Nein, wie ich schon sagte, diese Straße. Warte, Ike, da hinten im Gebüsch hat sich etwas bewegt. Vielleicht ein verwundeter Soldat. Schauen wir uns das mal an. Seid vorsichtig. Oh nein. Hast du was gefunden, Reis? Es ist eine Frau. Lasst sie. Wir sollten uns nicht in Dinge einmischen, die uns nichts angehen. Oh. Der Göttin sei Dank. Scheinbar war sie nur in Ohnmacht gefallen. Gut, wir sollten sie mit uns nehmen und sie in Sicherheit bringen. Hilfst du mir, Reis? Natürlich. Das gefällt mir gar nicht. Tja, das haben wir relativ schnell geklärt. Sehr gut. Kapitel 5. Die Flucht. Vater, Bruder, die Dame, die von Ike gerettet wurde, sie ist aufgewacht.
Wirklich? Kommt, begrüßen wir unseren Gast. Nun, wie fühlt ihr euch? Oh, ich... Mir geht es gut. Aber wer seid ihr? Mein Name ist Grail. Ich bin der Commander dieser Truppe Söldner hier. My Lord Grail, seid ihr derjenige, der mir zu Hilfe eilte, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Nein, nein. Derjenige, der euch gefunden hat und euch hierher brachte, ist mein Sohn, Ike. Wenn ihr jemanden danken wollt, dankt ihm. Nein, bitte, das ist nicht... Lord Ike, nicht wahr? Euch gilt mein Dank. Oh. Entschuldigt meine Offenheit, aber ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Sagt mir, wer seid ihr? Was macht ihr an einem Ort wie diesem? Der Ort, an dem Ike euch gefunden hat, war der Schauplatz einer heftigen Schlacht zwischen den Streitkräften von Krimär und Dain. Steht ihr in einer Beziehung zu der königlichen Familie von Krimär? Ich kann euch zwar nichts versprechen, aber vielleicht sind wir in der Lage, euch zu helfen. Möchtet ihr uns nicht von euch erzählen? Ihr habt mich aufgenommen und gepflegt. Ich werde mich euch anvertrauen. Mein Name ist Elincia Riddell Krimär. Ich bin die Tochter von Ramon, König von Krimär. Was? Ihr sagt, ihr seid die Prinzessin von Krimär? Ja. Das ist eine starke Behauptung. Ich habe nie gehört, dass der König von Krimär Kinder sein eigen nennen würde. Das war zu erwarten. Mein Erbe, meine pure Existenz wurde niemals öffentlich gemacht. Warum nicht? Um nationale Unruhen zu vermeiden. Seht ihr, ich wurde erst geboren, als mein Onkel Lord Renning schon als Nachfolger für den Thron proklamiert war, daher... Sie haben euch versteckt, um Blutvergießen zu vermeiden. Ja, für den Moment werde ich euch Glauben schenken. Also gut, gehen wir davon aus, dass ihr wirklich die Prinzessin von Krimär seid. Ihr müsst wissen, was aus eurem Vater, dem König und eurem Onkel geworden ist. Ich würde gerne alles darüber erfahren. Mein Vater und meine Mutter sind tot. Sie sind durch die Hand von Ashnard, König von Dain, gestorben. Mein Onkel und die königlichen Ritter kämpfen noch immer gegen das Heer von Dain. Zumindest nehme ich das an. Ich bin aus dem Schloss geflohen, um dem Befehl meines Onkels nachzukommen und im Königreich Gallia Zufluss zu suchen. In Gallia? Ja, wir glaubten, dass König Kinegis mir Schutz bieten würde. Ich war auf dem Weg zu ihm. Aber dann spürten uns Truppen von Dain auf und ich habe meine Eskorte verloren. Mein Leben, dieses Leben, das ich habe, wurde bezahlt. Mit dem Blut dieser tapferen Ritter. Weiß König Ashtar von eurer Existenz? Ja, mir wurde gesagt, dass die königlichen Hoheiten aller Länder über meine Existenz informiert wurden. Für den Fall, dass widrige Umstände eintreten würden. Wenn das stimmt, müssen die bereits verzweifelt nach euch suchen. Master Grail, My Lord Ike, ihr sagtet, ihr wärt Söldner, nicht wahr? Bitte, würdet ihr mir helfen, Gallia zu erreichen? Ich flehe euch an. Ich habe niemanden, an den ich mich sonst wenden kann. An diesem Abend. Die Prinzessin von Krimär? Wirklich? Vater hat mit ihr geredet, als würde er ihr glauben. Ich verstehe. Was ist Titania? Nichts. Ich wurde nur gerade an etwas aus meiner Vergangenheit erinnert. Aus der Vergangenheit? Als ihr noch ein königlicher Ritter von Krimär gewesen seid? Wie? Woher weißt du davon? Vor einiger Zeit habe ich gehört, wie Shinon sich mit den anderen darüber unterhalten hat. Sie haben wirklich ein loses Mundwerk. Warum diese Geheimniskrämerei? Das ist es nicht, aber... Genauso wie ich mehr Erfahrung habe als du, habe ich auch mehr Dinge, die mir Sorgen bereiten. Wie die Prinzessin von Krimär? Nun, ja. Ich selbst habe von der Existenz der Prinzessin nichts gewusst, aber... Wenn ich sie mir so anschaue, erkenne ich eine starke Ähnlichkeit mit dem König und auch der Königin. Also ist sie wohl wirklich die Prinzessin? Ich frage mich, was Vater nun tun wird. Ob er ihrer Bitte nachkommen wird? Wir haben Ärger! Draußen! Das sind Soldaten! Viele Soldaten! Was? Sind alle versammelt? Ja. Commander, was sagen die Hunde von Dain? Übergebt uns die Prinzessin von Krimär und verlasst dieses Gebiet umgehend. Folgt den Anweisungen oder wir greifen an.
Das ist eindeutig. Was sollen wir jetzt tun? Das wollen wir hier und jetzt entscheiden. Eines wurde durch das Erscheinen unserer Freunde da draußen deutlich. Ich würde behaupten, es bestätigt ihre Behauptung, die Prinzessin von Krimea zu sein. Ja, aber was unternehmen wir nun? Ich würde gerne die Meinung von jedem Einzelnen hier hören. Titania, eure Meinung möchte ich zuerst hören. Dain ist für den Krieg verantwortlich. Wenn wir uns ihnen anschließen, wird unser guter Ruf darunter leiden. Wenn wir aber die Prinzessin von Krimea in Sicherheit bringen, wird sich unser Ruf bei unseren besten Auftraggebern nur verbessern können. Unsere Richtung ist also deutlich zu erkennen. Soren, wie ist deine Meinung? Es gibt da nichts zu diskutieren. Wir müssen die Prinzessin sofort Dain übergeben. Selbst wenn Krimea im Recht ist? Wir sind Söldner. Unser Vorgehen wird nur durch Eigeninteresse bestimmt. Wenn wir unsere Zukunft sichern wollen, müssen wir dafür sorgen, dass Dain in unserer Schuld steht. Dain wird diesen Krieg gewinnen und nichts könnte uns besser dienen. Shinnon, Gatri? Soren mag ein aufgeblasenes, arrogantes Jüngelchen sein, aber er hat die richtige Einstellung. Abgesehen davon wäre Gaia unser Ziel. Von daher ist die ganze Angelegenheit für mich irrelevant. Mir ist egal, wie viel wir verdienen würden. Auf keinen Fall setze ich einen Fuß in dieses nach Tieren stinkende Land. Prinzessin Alicia, sie besitzt eine gewisse königliche Schönheit. Darüber könnte man jetzt viel sagen. Aber ich bezuge Mädchen vom Lande. Ein bisschen niedlicher und ein bisschen weniger prominent. Oh, und vergesst, was ich gesagt habe. Was immer ihr entscheidet, ist mir recht, Commander. Ja. Aha, jawohl. Oscar, Boyd, was ist mit euch beiden? Ich stimme Captain Titania zu. Wenn wir die Prinzessin den Soldaten von Dain übergeben, geben wir ihnen damit im Grunde die Erlaubnis, sie zu töten. Ich befürworte es, ihr zu helfen. Dafür sind Helden wie wir schließlich da. Nun, Reis, wie stehst du dazu? Ich denke, dass es unerheblich ist, ob sie eine Prinzessin ist oder nicht. Jemand in Not unsere Hilfe zu verweigern, ist für uns inakzeptabel. Das denke ich. Genau, lasst uns ihr helfen. Bitte, wir müssen ihr einfach helfen. Und was ist mit dir, Ike? Ich stimme Titania zu. Ich sage, wir helfen ihr und bringen sie nach Gaia. In Ordnung. Nun weiß ich, wie ihr dazu steht. Also gut, so sieht meine Entscheidung aus. Wir eskortieren die Prinzessin nach Gaia. Bist du sicher, dass dies das Richtige ist, Vater? Ja. Außerdem wurde uns die Entscheidung bereits aus den Händen genommen. Was? Hör genau hin, ihr alle. Hört genau hin. Wie? Was ist denn? Ich höre gar nichts. Idioten! Genau das ist das Problem. Findet ihr das nicht wenigstens ein bisschen seltsam? Absolute Stille, wohin man auch hört. Oh, davon redet ihr die ganze Zeit. Selbst Tiere, sogar die Käfer sind stumm. Das ist absolut unnatürlich. Das bedeutet, wir sind umzingelt. Die Soldaten erwarten gar keine Antwort. Ein Angriff ist für sie bereits beschlossene Sache. Scheinbar wollen sie sich diese Gelegenheit, die Prinzessin zu bekommen und uns auch nicht entgehen lassen. Sie wollen uns in einem falschen Gefühl der Sicherheit wiegen, um dann jeden von uns töten zu können. Vermutlich. Aber Tatsache ist nun mal, dass wir nicht naiv und unerfahren genug sind, um darauf hineinzufallen. Jeder von euch geht sofort auf seinen Posten. Wir werden der Sache ein Ende setzen. Ich werde am Hintereingang in Stellung gehen und verhindern, dass sie diesen Weg nehmen. Ike, du bist jetzt der Commander. Der Gegner darf auf keinen Fall durch den Vordereingang durchbrechen. Verstanden. Sei vorsichtig, Commander. Ha, versuchen wir es. Erstatte Bericht, Sir. Die Söldner haben zu den Waffen gegriffen und formieren sich im Außenhof. Oh, dann haben sie unseren Plan also durchschaut. Wir haben hier einen Gegner, der sich nicht so leicht zum Narren halten lässt. Wir müssen uns etwas Besonderes einfallen lassen. Sollen wir mit dem geplanten Angriff fortfahren? Nein, die Prinzessin von Krimea befindet sich irgendwo innerhalb der Festung. Würden wir mit Brandfallen angreifen, um sie auszuräuchern, könnten wir die Prinzessin verletzen. Uns wurde gesagt, wir sollten unser Bestes tun, um sie lebend und unverletzt abzuliefern. Am besten wäre es, wenn sie von selbst herauskommen würden. Wenn sie das tun, tötet alle bis auf die Prinzessin. Jawohl, Sir. So, und naja, wir haben jetzt das erste Mal die ganze Truppe bis auf Grail mit dabei.
Was ziemlich cool ist, dann können wir gleich ein paar Items hin und her schieben. Soren hat den Langschwert, den können wir gleich an Oscar weitergeben. Und ja, das war's, glaube ich, auch soweit. Ja, gut. Dann von den Positionen können wir, glaube ich, auch so stehen bleiben. An sich, ich werde mal kurz unsere Strategie erörtern. Unsere Strategie ist es erstmal, diese beiden Punkte und hier dicht zu machen, damit hier keiner reinkommt. Da werden wir wahrscheinlich hier eine Linie formen. Das wird, glaube ich, das Sicherste für uns sein. Wir müssen 6 Züge durchhalten und diesen Eingang da verteidigen. Gleichzeitig hat Dakova, unser netter Freund hier, auch eine Ashera-Ikone, die erhöht das Glück. Ein sehr netter Stat-Booster, den ich sehr gerne hätte. Das heißt, wir müssen in den 6 Zügen uns hier durchkämpfen zu ihm. Ich glaube, ab Zug 4 oder so kommt er auch vorwärts, aber er braucht halt eine Weile. Deshalb werden wir hier wahrscheinlich Tanya oder so abstellen, die hier schnell durchreiten kann, wenn es sein muss. Die halt auch ein bisschen was aushält. Ansonsten können wir hier können wir eigentlich schon fast komplett mit Gatri zustellen, da sollte keiner vorbeikommen. Der braucht dann nur ein bisschen Hilfe hier für den Punkt. Und dann mal gucken, wie wir weitermachen. Aber das ist so an sich der Plan. So, du rückst erstmal dahin vor. So. Wir müssen dann halt auch sehen, dass unsere schwächlicheren Einheiten wie Soren oder Reis geschützt sind. Sehen, wie weit kommst du denn? Ihr kommt. Die zwei stellen wir gleich zu, die sind nicht so wichtig. So. Dann stellen wir Ike erstmal hier hin. Oh, Boyd kann sich das Wurfball von Titania snacken und aus der zweiten Reihe angreifen. So, dann erledigen wir mal, was wir können. Alles, was wir jetzt kaputt machen, müssen wir später nicht kaputt machen. So, raus aus meinem Vorgarten. Jetzt ertretet mir die Blumen. Raus mit euch. So, die zwei sollten da eigentlich eine Weile durchhalten können. Shinon kann so Ike mal kurz stoßen. So, dann ist er nämlich zu. Dann kann sich Soren um ihn da kümmern. Dann geht der Schütze gleich höchstwahrscheinlich auch auf Soren, aber Soren kann ihn kontern und sollte auch einen Angriff von ihm locker wegstecken können. Oder er geht auf Oscar, weil Oscar nicht kontern kann und der Schwächste, also zwischen Titania und ihm selber der Schwächere von beiden ist. Oh, Magie. Ich wäre eigentlich ganz glücklich, wenn er mal einen Stärkepunkt dazu kriegt, damit das Windbuch nicht zu schwer für ihn ist. Ja, was hat denn... Ja gut, Oscar hat jetzt auch nur ein KP weniger oder einen Verteidigungspunkt weniger als Titania. Da tut sich nicht viel. Oh, Ike hat, glaube ich, immer noch das Königsschwert ausgerüstet, ne? Das ist ein ganz schöner Waste. Naja, immerhin ist er Geschichte. Na, er geht doch auf Titania. Aha. Und dafür geht er auf Oscar. Gut, dann sind wir die Schützen aber schon mal los. Die können wir in der nächsten Runde gleich einfach erledigen. Mit denen sollte Titania ja fertig werden. Ja, easy ist kein Problem für sie.
Und da kommt der nächste. Mal gucken, dass Ike gleich auf Startschwert wieder wechselt. Was hat er denn? Ach, er hat nur ein Eisenschwert. Das sah gerade zu lang aus. Oh, das versteht er sogar. Ja. Da muss China dann gleich helfen. So, du nimmst mal das Stahlschwert und machst ihn kaputt. So, kommen wir zu dieser Riege. Weil den kann Boyd auch erledigen. Nein, kann er nicht. Wird höchstwahrscheinlich nicht treffen. So, das reicht. Und das war er. Das war das Ihmchen hier. Kann Boyd eigentlich über die Wand werfen? Nein, kann er nicht. Gut, das macht Sinn. Oscar wird sich wahrscheinlich nicht mit den da besiegen können. So, und den erledigen? Nein, kann er auch nicht. Dann ist es Gropsy gesprungen. So, vorwärts. Oh, das passt ja ganz genau. Perfekt. Und Level up für Oscar. Na, immerhin Resistenz, I guess. So, Titania kümmert sich um den hier. Dann kann Boyd gleich einen vorrücken und den Lanzenträger neben diesen Schützen angreifen. Dann ist der schon mal vorgeschwächt. Hier den da. Den kann er zwar nicht besiegen, aber hey. Er ist immer vorgeschwächt. So, da kommt keiner hin, ne? Doch, er kommt da hin. Er hat eine... Schade, ich hätte es gut gefunden, wenn wir hier noch Oscar heilen können. Aber er kann, glaube ich, auch nur von zwei Angriffen werden. Von ihnen und halt einem von denen. Das sollte er eigentlich überleben. Heißt auch kein Heal für Ike. Müssen erstmal den Schützen erledigen. Oh wow, es wundert mich, dass der auf Ike geht und nicht auf Guthrie. Vor allem, er hat einen Hammer. Warum geht er nicht auf Guthrie? Ein Hammer ist effektiv auf Lanzenträger. Dafür geht er jetzt auf Guthrie, aber halt auch nur, weil ein Ike nicht angreifbar ist. Das könnte jetzt ein bisschen eng für Oscar werden. Okay, er geht auf Titania. Das ist gut. Der müsste auch 6 KP machen. Das müsste Oscar ganz knapp überleben. Oh, er ist ausgewichen. Perfekt.
Mal gucken, dass sich Oskar gleich einen Heal organisiert. Der hat da ein bisschen viel abbekommen. Aber an sich haben wir da schon ziemlich gut aufgeräumt. Was man noch erwähnen sollte, auf dieser Map herrscht am höchsten Schwierigkeitsgrad Modus Nebel. Nebel ist halt, dass man Felder, die weiter entfernt sind, nicht sieht. Man kann halt nur, je nach Klassen, können die Einheiten halt einen gewissen Radius um dich herum sehen. Das macht das ganze Kapitel halt ein bisschen schwieriger, weil du weißt halt gar nicht, was hier so rauskommt. Das ist schon ziemlich cool. So, den nehmen wir nochmal mit. So, und krieg Ike nämlich noch ein Level-Up. So, jetzt krieg ich bitte wieder Stärke dazu. Du warst echt ein seltsames Wachstum, Junge. Oh, ein Hammer, sehr schön. Nein, den kannst du leider nicht besiegen. Dann musst du leider hier stehen bleiben. So, organisieren wir einen Heal. Wir müssen erstmal den da aus dem Weg räumen. Den hier kann Soren gleich erledigen. Kann Oskar den hier erledigen? Kann er nicht, aber er überlebt einen Schlag. Soren soll Beute mal kurz vorschwächen. Oh, Beute ist im Gegner-Range. Dann kann er sich gleich wehren. Dann lassen wir den da einfach von Soren erledigen. Da kriegt Soren vielleicht ein bisschen Schaden, aber hey. Erstmal so ein Langspeer voll ins Gesicht. So, kann Oskar sich um. Wie weit kann Reis gehen? Oh, tatsächlich, so weit. So, dann kann Oskar nämlich gleich noch einen Schritt vorwärts machen. Dann steht er in der nächsten Runde ein bisschen besser. So. Viel besser. Gut, und dann würde ich sagen, bevor wir mit Shinon ziehen, machen wir erstmal eine klitzekleine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und naja, bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.